Arbeiten für Mercator One gestartet. Zwischen dem Portsmouth-Platz vor dem Hauptbahnhof und der Mercatorstraße haben die Arbeiten für das neue Geschäftshaus begonnen. Derzeit wird die Baugrube für das spätere Mercator One-Gebäude ausgehoben. 30.000 Kubikmeter Erdreich sollen dabei ausgegraben werden. 8 Meter Tiefe sollen Platz für 2 Garagengeschosse mit rund 125 Plätzen für die Mercator One-Mieter schaffen. Bis August soll die Baugrube ausgehoben sein. Im Sommer ist der Startschuss für den Rohbau geplant. Der Neubau soll knapp 100 Meter lang, 16 Meter breit und 28 Meter hoch sein. Investor ist der Eigentümer der Fressnapfkette Thorsten Töller. Rund 30 Millionen Euro lässt er in das Gebäude fließen. Wetterdienst warnt vor erneuten Gewittern. Nach den heftigen Unwettern in der vergangenen Woche drohen mit der steigenden Hitze bereits die nächsten Gewitter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Essen ist am Mittwoch zunächst die südliche NRW-Hälfte von den Unwettern betroffen. Der Donnerstag beginnt zunächst mit trockenem, heißem Wetter. Ab Mittag ziehen Wolken auf, die Schauer und Gewitter mitbringen. Örtlich könnte es zu heftigem Starkregen und stürmischem Wind kommen. Starkregen mit mehr als 15 Litern pro Quadratmeter und Stunde oder sogar unwetterartiger Regen mit mehr als 25 Litern seien dabei möglich. Wo genau die Unwettergefahr in NRW am größten sein wird, lässt sich laut DWD derzeit noch nicht abschätzen. Die Wettermodelle zeigen aber, dass die Gewitterwahrscheinlichkeit im Süden von NRW über die Eifel bis zum Ruhrgebiet am größten ist. Erneute Einschränkungen auf der A40 Rheinbrücke. Auf der A40 Rheinbrücke Neuenkamp ist in Richtung Venlo ab Donnerstag, den 7. Juni, nur eine Spur frei. Grund dafür sind vorbereitende Arbeiten für die Lkw-Waage. Die Sperrung gilt ab Donnerstag, 21 Uhr, bis Montag, den 11. Juni, um 5 Uhr morgens. Betroffen ist der Bereich zwischen dem Kreuz Duisburg und der Anschlussstelle Duisburg-Häfen in Fahrtrichtung Venlo. In diesem Zeitraum wird die Zulaufstrecke für die spätere Achslastmessstelle erstellt. Der Landesbetrieb Straßen-NRW plant die Installation einer Wiege- und Schrankenanlage vor der Brücke, um das Bauwerk weiter zu entlasten und dadurch weiterhin befahrbar zu halten. Damit soll verhindert werden, dass Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 44 Tonnen bzw. 11,5 Tonnen Achsgewicht die Brücke passieren. Kranki zum Handelsrichter ernannt. Alexander Kranki, Geschäftsführer des Duisburger Digitalisierungsdienstleisters Kranki.com, übernimmt weitere Aufgaben in der Region. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat Kranki auf Vorschlag der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer für die Zeit vom 15. Mai 2018 bis zum 14. Mai 2023 zum Handelsrichter beim Landgericht Duisburg ernannt. Die Ernennungsurkunde wurde im Beisein von IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Dietzfelbinger am 15. Mai durch den Präsidenten des Landgerichts Duisburg Ulf Thomas Bender überreicht. MSV Duisburg vermietet an den KFC Uerdingen. Nach dem gelungenen Aufstieg in die dritte Liga wird der KFC Uerdingen seine Meisterschaftsspiele in der kommenden Saison in der Schauinsland Reisen Arena austragen. Der MSV Duisburg hat als Untermieter des Arena-Betreibers einen entsprechenden Mietvertrag mit dem KFC für die neue Spielzeit abgeschlossen. Der Stehplatzbereich der MSV-Anhänger in der König-Pilsener-Fankurve wird bei den Heimspielen des KFC Uerdingen aber gesperrt bleiben. Über die Nutzung des Oberranges wird es noch weitere Gespräche mit den Ordnungsbehörden und dem KFC geben. Die Drittligasaison 2018-2019 beginnt am Wochenende vom 27. bis zum 29. Juli. Am 28. Juli 2018 ist die Schauinsland Reisen Arena allerdings bereits mit der Austragung des Schauinsland Reisen Cup der Traditionen geblockt. DFL und DFB werden sich bei den Spieltagsansetzungen für die Heimspiele des MSV und des KFC abstimmen, um Überschneidungen zu vermeiden. DVG erwischt 190 Fahrgäste ohne gültiges Ticket. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft geht weiter gegen Schwarzfahrer in Bussen und Bahnen vor. Dafür setzt die DVG gemeinsam mit der Polizei auf sogenannte Schwerpunktkontrollen. Dabei werden an zufällig ausgewählten Haltestellen über mehrere Stunden alle Fahrgäste konsequent in den dort haltenden Fahrzeugen auf ein gültiges Ticket überprüft. Bei der jüngsten Schwerpunktkontrolle am Dienstag an der Haltestelle Steinsche Gasse kontrollierten die Ticketprüfer insgesamt über 4000 Fahrgäste. 190 davon wurden ohne gültiges Ticket
angetroffen. Wiederholungstäter müssen mit einer Strafanzeige rechnen. Die Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes in Höhe von 60 Euro führt dabei nicht zu einer Entlastung. Als Wiederholungstäter gelten bereits diejenigen, die zweimal ohne gültiges Ticket in Bussen und Bahnen angetroffen wurden. IHK informiert über Fördermöglichkeiten. Wie kann man unternehmerische Entscheidungen sicherer gestalten und öffentliche Förderprogramme nutzen? Diese Fragen und mehr beantwortet die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve beim kostenlosen Finanzierungssprechtag am Montag, den 11. Juni in der IHK Duisburg. Ein Experte informiert Unternehmer in vertraulichen Einzelgesprächen über Fördermöglichkeiten für konkret geplante Investitionen. Aufgrund der Vielzahl der Förderangebote würden viele Unternehmer schnell die Orientierung verlieren, wenn es um die Finanzierung ihres bereits geplanten Vorhabens geht. In Kooperation mit der NRW-Bank will die IHK Unternehmer bei der Auswahl einer passgenauen Fördermöglichkeit unterstützen. Anmeldung für die Beratung und nähere Informationen zum IHK-Finanzierungssprechtag gibt es telefonisch unter der 0203 2821 435 oder per Mail an nacke@niederrhein.ihk.de. Uni Duisburg-Essen – Vortrag von Rita Süssmuth verlegt. Wegen der großen Nachfrage wird der Vortrag von Rita Süssmuth an der Uni Duisburg-Essen in den kleinen Hörsaal im Duisburger Audimax verlegt. Der Termin bleibt. Die frühere Präsidentin des Deutschen Bundestages hat derzeit an der NRW School of Governance die Gastprofessur für Politikmanagement der Stiftung Mercator inne. In ihrem Vortrag spricht Süssmuth am 12. Juni von 18 bis 20 Uhr zur Wissenschaft in der Einwanderungsgesellschaft. Durch das größere Platzangebot konnte auch der Anmeldeschluss verlängert werden. Wer dabei sein möchte, schickt bis zum einschließlich 8. Juni eine E-Mail an ursula.fischer@uni-due.de. U79 und 903 – Busse statt Bahnen am Wochenende. Von Freitag, den 8. Juni, 20 Uhr, bis Sonntag, den 10. Juni, zum Betriebsende erneuert die DVG an verschiedenen Haltestellen in Duisburg die Gleis- und Weichenanlagen. Betroffen sind die Linien U79 und 903 im Bereich der Haltestellen Platanenhof, Imschlenk und Kesselsberg. Dies hat zur Folge, dass auf den Streckenabschnitten Busse statt Bahnen als Straßenbahnersatzverkehr fahren müssen. Auf der Linie U79 kommen zwischen den Haltestellen Duisburg Hauptbahnhof und Betriebshof Grunewald in beide Fahrtrichtungen Busse zum Einsatz. Ab Samstag gilt die Einschränkung bis zur Haltestelle Wittlar. Fahrgäste der 903 sind am Wochenende zwischen Hauptbahnhof und Rheintörchenstraße auf Busse angewiesen. Sonne satt und sommerlich heiße Temperaturen bis zu 28 Grad. So schön zeigte sich heute das Wetter in Duisburg. Am morgigen Donnerstag schieben sich mehr und mehr Wolken vor die Sonne. In der Nacht ist sogar wieder mit Gewittern zu rechnen. Es bleibt aber warm, das Thermometer bewegt sich zwischen 17 und 29 Grad. Am Freitag ziehen sich die Gewitterwolken wieder zurück. Es bleibt aber leicht bedeckt, die Sonne kann sich immer mal wieder durchkämpfen. Die Werte fallen leicht auf 18 bis 25 Grad. Der Start ins Wochenende zeigt sich anfangs wolkenbehangen. Im Laufe des Samstags wird es aber zunehmend schöner. Der Sonne-Wolken-Mix sorgt für angenehme 16 bis 23 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Achtung an alle Autofahrer! Die Ordnungshüter sind morgen wieder im Einsatz und messen die Geschwindigkeit. Geblitzt wird unter anderem auf der Hafenstraße in Ruhrort und auf der Krämerstraße im Dellviertel. Außerdem behindern weiter Baustellen den fließenden Verkehr im Stadtgebiet. In Hamborn ist die Bekerstraße zwischen Ikea und Möhlenkampfstraße komplett für den Verkehr gesperrt. Hier wird eine Brücke abgebrochen und neu gebaut. Eine Umleitung für den Kraftfahrzeugverkehr ist ausgeschildert. Die Sperrung der Bekerstraße wird voraussichtlich noch bis zum 15. Juni andauern. Außerdem begann am heutigen Mittwoch auf der Lange Straße in Rheinhausen ein neuer Bauabschnitt der Kanalbaumaßnahme der Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Dadurch muss der Grabenacker für den Verkehr gesperrt werden. Eine Ein- und Ausfahrt auf die Lange Straße ist hier derzeit nicht möglich. Dieser Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Ende Juli dauern. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.